Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Es ist mal wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video, nicht wahr? Denn ja, die Kiste ist schon sehr voll. Also ich habe hier Beauty drin, also Pflege, dekorative Kosmetik, Haushalt, ein Rampampam und die Kamera habe ich jetzt auch noch angestoßen, tut mir leid. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen einfach mal meine aufgebrauchten Produkte von Januar durchzugehen. Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ist doch einiges wieder leer gegangen. Es ist ja auch Januar. Januar ist der Pflegemonat und oder so die Pflegezeit. Ne? Die Beautyboxen knallen jetzt eine Pflegegeschichte nach der nächsten raus. Und ja, da komme ich doch schon direkt zu meinem ersten Produkt, was ich aufgebraucht habe. Das habe ich mir hier mal vorsichtshalber in die Kerze gepackt. Und zwar habe ich von Dalton eine Ampulle gemacht. Übrigens, wenn ich irgendwelche Produkte aus Kooperation habe, wo mir nicht so einfällt, dass ich da aktuell einen Gutscheincode für habe, dann blende ich euch den ein, verlinke euch das auch unten in der Infobox. Hier weiß ich, dass ich aktuell einen Code für habe, und zwar Beauty Claudi. Da bekommt ihr 20% auf das komplette Dalton-Sortiment. Und was jetzt auch noch ganz praktisch ist, deswegen kann ich euch die Ampulle direkt in die Kamera zeigen, das ist die Caviar Deluxe Ampulle, die man super als Primer auch so quasi verwenden kann. Ne? Mega pflegend, mega geil, Feuchtigkeit spenden, da habe ich richtig meine Freude dran, um ehrlich zu sein. Auf die Ampullen bekommt ihr, wie gesagt, so oder so 20% und pro Bestellung bekommt ihr 2 Ampullen gratis mit dazu. Die könnt ihr euch dann aussuchen. Und mit dem Code BeautyClaudi20 im Hinblick auf Valentinstag oder so, falls ihr euren Freund, Mann, Freundin, Lebensgefährtin, wen auch immer, animieren möchtet, beste Freundin, euch etwas zu schenken. Ne? Vielleicht mit 20% Rabatt, alles ein bisschen schöner, ich weiß es nicht. Ich habe noch ein paar andere Produkte von Dalton aufgebraucht, die kann ich euch auch gleich ein bisschen reviewen. Zu der Caviar Deluxe Ampulle, das ist, also ich habe viele Dalton Ampullen hier und das hier ist so ziemlich meine Lieblingsampulle, weil die halt auch so Feuchtigkeitsboost gibt, Strahlkraft gibt und irgendwie alles schön macht. Keine Ahnung. Also ich mag die richtig gerne und kann die voll empfehlen. Die riecht auch so angenehm. Naja, jetzt kommen wir zu einem Haushaltsprodukt, und zwar habe ich von Party Light von dem lieben Jan mal eine Kerze zugeschickt gekriegt, also diverse Kerzen, und das war eine davon. Red Hinoki Wood. Das ist diese Kerze. Die ist nicht komplett runtergebrannt und mir ist der eine Docht auch so zur Seite gerutscht, dass er leider hier die Folie angefackelt hat. Unglaublich, ne? Ich habe mich dann gefragt, so als ich die anhatte. Ich habe die ja dann immer im Hintergrund an. Übrigens, doch, ich habe Kerzen an. Ich dachte gerade, ich hätte keine Kerzen an. Das wäre ein Frevel. Ja, ich habe mich gefragt, was das für Geräusche sind, weil das so geknackt hatte, ne? Das war die Kerze, das habe ich erst nachher herausgefunden. Naja, auf jeden Fall. Dieser Duft riecht wirklich gut. Wirklich gut. Und ich kann hier einfach diese Folie entfernen. Dann kann ich die in den Froster packen, kann dann die restlichen Wachsreste entfernen und habe dann hier so ein schönes Glas, wo ich entweder ein Teelicht reinmachen kann oder ich kann das als Aufbewahrungsglas verwenden. Auch total praktisch, ne? Ich denke, dass ich das auch dieses Mal wirklich machen werde, weil sowas kann ich mir auch gut vorstellen von der Größe her als Pinselglas, ne? Also, dass ich da so Augenpinsel oder sowas reinmache, fände ich ganz cool. Werde ich mir mal zur Seite packen und dann auswursteln. Genau. Ich mache noch ein bisschen weiter mit Haushaltssachen, weil die gerade oben aufliegen. Von Rituals hatte ich Ritual of Ayurveda, diese ja, Duftstäbchen. Das habe ich hier so reingefriemelt. Stand bei meinem Freund in seinem Hobbyzimmer. Muss man echt aufpassen, wenn hier nicht alles rausfällt. Ich finde, dass der Duft an sich ganz angenehm ist. Ist aber auch relativ, ist ja die kleine Version, ne? Hatte ich ja gerade mit dabei, als ich bei Douglas was bestellt hatte. Das, was mich hier halt gestört hat, ist, dass es super schnell aufgebraucht war. Also der Raum, ihr seht ja hier, wie groß dieser Raum ist. Ihr steht ja quasi im Fenster drin und ihr seht ja, dass dieser Raum echt nicht groß ist. Und der Raum, den mein Freund als Hobbyraum hat, ist ungefähr doppelt oder dreimal so groß wie dieser Raum. Also schon nicht klein, ne? Und ja gut, da stehen ja auch meine Schuhe und so. Ja, da steht auch was von mir drin. Darf ich ja auch nicht. Man muss ja auch ehrlich bleiben hier, ne? Auf jeden Fall hat dieses Moped, ich weiß nicht, eine Woche oder so, hier sind 50 Milliliter drin und so nach ja, ein, zwei Wochen oder so war das halt schon verdüftet, ne? Also ich weiß nicht. Mich hauen die Düfte von Rituals, um ehrlich zu sein, einfach nicht um. Da gibt es andere Sachen, zum Beispiel von ich weiß gar nicht, ob ich hier was von Lea gemacht habe. Diese Airwick, diese automatischen Dinger, ne? Wo dann immer wieder ein Strahl rauskommt. Die haben wir im Badezimmer stehen. Und das ist schon intensiv, weil unser Badezimmer ist genau gegenüber von diesem großen Kinderzimmer. Und dazwischen ist so ein ganz kleiner Mini-Flur.
Und da sind ja zwei verschiedene Düfte. In dem einen ist ja quasi das drin, in dem anderen ist aktuell so ein ganz süßlicher Duft. Und wenn ich dann in den Flur gehe und beide Türen sind geschlossen, dann rieche ich im Flur eher diesen süßlichen Duft. Ne? Und das heißt, dass für mich das dann vom Badezimmer intensiver ist als der... Egal, ich laber ein bisschen lange um dieses Produkt rum zu. Ne? Auf jeden Fall würde ich mir das nicht nachkaufen. Heute ist auch Waschtag und da ist dieses Produkt auch leer gegangen. Denkt mit Lotusblüte und Aloe. Colorwaschmittel. Ich möchte dazu sagen, dass ich von Denkmit die Waschmittel, also die Vollwaschmittel in Flüssig, gut finde und auch nachkaufe. Wohingegen ich die Weichspüler nicht gut finde. Weil ich finde, wenn ich die Weichspüler verwende, dann stinkt unsere Wäsche so ein bisschen. Das müffelt. Egal welchen Duft ich nehme. Ich habe hier gleich auch, glaube ich, noch einen drin. Bestimmt. Weiß ich nicht. Genau. Und deswegen, das hole ich mir nach. Und der Duft, der hier drin ist, ist nice, dass er mit bei ist, aber den habe ich jetzt so nicht in der Wäsche empfunden, um ehrlich zu sein. Ich rieche das, was vom Weichspüler kommt. Es sei denn, man nimmt halt nur das hier und keinen Weichspüler dazu, dann riechst du halt ein bisschen mehr das hier, aber naja, ne? Es ist Waschmittel. So, dann habe ich noch etwas hier mit reingepackt und zwar ist es von Teekanne der Magenfeintee. Ich wollte euch einfach auch mal ein bisschen Food hier zeigen, weil euch das auch mal interessiert hat. Ihr hattet das auch mal geschrieben. Und zwar sind die beiden Sorten Magenfein und Innere Ruhe die beiden Teesorten, die wir auch immer wieder nachkaufen. Alle anderen Teesorten, die wir so hier haben, habe ich dann mal in der Beautybox drin gehabt oder in der Foodbox oder sonst irgendwo, aber die haben wir uns nicht aktiv gekauft. Und unsere absoluten Lieblingstees sind Magenfein und Innere Ruhe. Das sind einfach so die, weiß ich nicht, ne? Die besten, die es so gibt auf dem Markt, die uns auch sehr, sehr gut bekommen und sehr, sehr gut gefallen. Innere Ruhe kann man sehr gut gebrauchen, um einfach mal so ein bisschen abzuschalten. Wir trinken uns jetzt ja in der Winterzeit abends immer einen Tee. Genau. Und jo. Ich versuche dann immer, die aus den Boxen aufzubrauchen. Mein Freund holt sich dann immer seinen Tee quasi nach. Und ich denke mir immer, oh, ich will auch wieder innere Ruhe. Und dann hat man noch den und den und dann nimmt man den und so. Aber das sind halt so eigentlich unsere Lieblingstees. Dann habe ich hier noch Kosmetiktücher, die wir aufgebraucht haben. Stehen bei uns quasi im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im hier und... im Büro, glaube ich, auch. Zum Naseputzen oder wenn du irgendwie gerade genascht hast und deine Finger sind voll mit Schokolade oder sonst irgendwas so, ne? Ja, haben wir auf jeden Fall immer Kosmetiktücher stehen und die sind jetzt aufgebraucht. Wenn ich welche nachkaufe und die Möglichkeit habe, dann hole ich mir immer die Recycling-Variante und auch diese längliche Variante, weil die am günstigsten, am nachhaltigsten und am meisten drin sind, kann man das so sagen. Auf jeden Fall ist es ja Papier. Enjoy Your Day fand ich auch ganz nice. Wenn du es online bestellst, dann kannst du meistens halt nicht auswählen, welches Muster du so bekommst. Ich habe hier auch irgendwo, welche stehen genau? Die stehen hier noch. Die stehen hier aber auch ewig und drei Tage bei mir tatsächlich, weil ich habe hier immer Handtücher, ne, wo ich normalerweise Kram mit abmache. Aber wenn ich mir die Nase putzen muss, dann brauche ich halt ein Kosmetiktuch. Das ist vielleicht so ein kleiner Haushaltshack und zwar von Cookies, die Zahnspangenreiniger. Habe ich ewig schon bei mir. Und da sind dann halt so, ja, so längliche Viecher drin. Da sind ganz viele Tabs drin. Verwende ich, um unsere Toiletten zu reinigen. Ist deutlich günstiger und ich finde auch irgendwie weniger Müll, weil du hast ja nur diese Umverpackung und dann zwei so längliche Dinger, als wenn du dir die einzeln abgepackt von zum Beispiel Denkmit oder so oder du Mol holst. Die gibt es ja auch. Aber so kriegst du halt, ja, deine Rohre frei. Kann man, ich weiß es nicht. Ne? Also so kriegt man auf jeden Fall den letzten Rest vom Schützenfest aus der Toilette raus. Genau. Wo wir dann auch schon bei Slip-Einlagen sind. Ja, ich verwende eigentlich meistens von Facel einfach die Slip-Einlagen, weil die sind günstig. Ich brauche da einfach mehrere von am Tag und dementsprechend brauche ich jetzt keine super teuren von Carefree oder sonst irgendwoher. Ne? Weil das eh bei mir relativ häufig gewechselt wird. Und hier habe ich mir einfach die Comfort plus Aloe Vera geholt. Leistungsstarke Saugkern, bla bla bla. Ja, ne? Es sind Slip-Einlagen, die haben mir gut gefallen. Jo, ich mag das Design. Obwohl das Design sieht man bei uns jetzt relativ wenig. Ich nehme meistens die komplette Menge da raus, packe die bei mir im Badezimmer unter Schrank, also dieses Rausziehvieh unter dem Waschbecken, in so ein dafür vorgesehenes Ding rein einfach und ja, verwende die einfach. Ich brauche sowas einfach, ne? Ich komme halt nicht ohne aus. Ja, das hier ist ein Produkt, was jetzt ja mittlerweile voll im Hype ist.
und überall ausverkauft, gefühlt, aber mittlerweile habe ich wieder Backups. Von Profissimo, die Einmalhandschuhe in Weiß in der Größe Mittel, verwenden wir halt sowohl, wie es hier abgebildet ist, für wenn man Chili oder Knoblauch oder sonst irgendwas in der Küche macht. Wenn ich halt mit scharfen Reinigungsmitteln hantiere, ne, dann verwende ich halt Handschuhe. Oder mein Freund, wenn er zum Beispiel einen Modellbau macht und dann irgendwelche Sachen mit Sekundenkleber hat oder so, wo irgendwann sonst seine Hände zusammenkleben würden, nimmt er auch einmal Handschuhe. Ja, ab und an braucht man die einfach mal, ne? Deswegen, genau, ist ein ganz poppiges Design, ist ganz gängig, ne? Ja, und wir sind ganz gesegnet, weil wir haben ungefähr gleich große Hände. Also meine Hände sind sogar ein bisschen größer als die von meinem Freund, weil ich echt große Hände habe. Dementsprechend, ja. Passt das ganz gut, dass wir halt auch nur dann eine Größe brauchen und nicht einmal S, einmal L oder sowas. Hier habe ich mir einfach nochmal den Weichspüler von Mernell reingelegt, weil das sind die, die mir am besten gefallen. Da riecht die Wäsche wirklich gut nach und du brauchst nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche zusätzlichen Wäscheparfums oder sonst irgendwas, weil du das halt im Weichspüler drin hast. Der Wäscheduft hält auch lange an. Also, ne, easy peasy. Gebe ich gerne auch für Bettwäsche mit rein. Das ist super angenehm. Bei Kopfkissen muss man aufpassen, wenn man halt ein bisschen Probleme hat, dass man da nicht irgendwie drauf reagiert wegen Duftstoffen und so, ne. Ja, mag ich aber ganz gerne. Auch so für Wohnzimmerdecken oder sowas. Das ist ganz nice. So, Sammy, hm? Ich glaube, ich hole mal die Kiste hoch, weil das ist doch immer eine blöde Geschichte, hier sich immer zu bücken. Habe ich hier wieder mein Eimerchen. Gut, ja komm, so ein bisschen Beauty, ne? Von der lieben Marion habe ich, ich glaube, im Adventskalender gehabt von The Body Shop diese British Rose Body Yogurt Geschichte. Oh mein Gott, der ist so, so toll. Der riecht gut, der sieht gut aus, der fühlt sich gut an. Ich mag den so gerne und der bleibt auch schön auf der Haut. Der zieht schnell ein und ich mag den und das macht mir Freude und ja, ich finde den klasse. Danke, Marion. Dann hatte ich in der Kooperation von Libo das hier zugeschickt bekommen. Das ist mit dem Inhaltsstoff Neurosteralyt. Genau, und das ist ein Toner. Genau, das kann man dort auf der Homepage kaufen. Und da hatte ich zwei Stück von zugeschickt bekommen. Eins habe ich für mich selber verwendet und eins habe ich euch in die Verlosung gegeben. Ich fand das gut. Also man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass es riecht wie ein Schwimmbad. Ne? Also es riecht halt schon sehr interessant. Aber da ist halt nur dieses Neurosteralyt drin und kein Chlor oder sowas. Ne? Das war schon sehr, sehr interessant. Aber es hat ganz gut getan. Es hat meine Haut wirklich so, weiß ich nicht, es hat die Haut nicht gereizt. Es hat der Haut irgendwie Feuchtigkeit gegeben. Es hat sie aber auch gleichzeitig gereinigt. Also das war echt ein Produkt, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also Hut ab auf jeden Fall. Dann habe ich hier ein dekoratives Kosmetikprodukt leer gemacht und ich muss dieses Jahr darauf achten, dass ich nicht die Box mit der aufgebrauchten dekorativen Kosmetik wegschmeiße. Das habe ich nämlich letztes Jahr versucht. Also ich habe wirklich eine ganz große InStyle-Box voll mit aufgebrauchter dekorativer Kosmetik gehabt. Als ich dann aber dieses Zimmer hier umgestellt habe, habe ich die ganze Box weggeschmissen. Ich weiß nicht warum. Es war total dämlich. Naja, und irgendwer schrieb mir dann in die Kommentare, ey, wann kommt eigentlich dein aufgebrauchtes dekoratives Kosmetik-Video? So, Mist! Ich hab's so vergessen. Und ja, dieses Jahr sammle ich. Da habe ich hier zum einen das MAC Fix Plus. Das ist dieses Setting Spray. Also ist ja nicht in dem Sinne, hier ist übrigens noch was drin, Claudia. Guck mal, das kann ich noch verwenden. Ja, ein bisschen was ist noch drin. Stelle ich mir wieder auf den Tisch. Ist auf jeden Fall ein ganz tolles Produkt, was quasi macht, dass dein Make-up mit deinem Gesicht verschmilzt. Also ich verwende das sowohl, nachdem ich meine flüssigen Texturen aufgegeben habe, sprich Foundation, Concealer und Lidschattenprimer. Dann wird das mit dem Schwamm so ein bisschen eingetapert. Als auch gerne als Zwischenschritt, wenn ich meine ganzen pudrigen Texturen aufgetragen habe. Du kannst es sogar verwenden als Primer. Also, oder jetzt so zum Refreshen, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich das... Kann da nichts mehr? Ne, da kommt nichts mehr. Doch. Aber es springt mich so komisch an. Boah. Aber gut, jetzt siehst du, jetzt habe ich nämlich diese Punkte im Gesicht. Die habe ich sonst nicht. Vielleicht habe ich das deswegen in die Aufgebrauchkiste getan. Ich weiß das gar nicht. Verrückt, oder? Naja, ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich in 2-3 Tagen aufgebraucht. Okay, dann haben wir Pflaster aufgebraucht. Und zwar Medizinprodukt Aqua Pflaster Strips. Von Das Gesunde Plus, da hieß die Marke noch nicht Mivoles, da habe ich die gekauft, Pflaster halten wir uns eigentlich ewig.
Weil so oft haben wir nicht, dass wir irgendwo ein Pflaster draufkleben müssen, ne? Also die haben uns eigentlich ganz gut gefallen, weil, also wo habe ich die denn zuletzt aufgebraucht? Stimmt, als ich eine Dose für Sammy aufgemacht habe, sieht man jetzt auch nicht mehr, glaube ich, ne? Und da habe ich mir hier, da, am Zeigefinger, genau, da habe ich mir das so ein Stückchen Haut rausgehauen. Läuft bei mir. Da habe ich das letzte verwendet. Doch, aber das gefällt mir, ne? Also da kannst du jetzt nicht unbedingt mit duschen oder so, aber das brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Man kann es zum Duschen drauf lassen, damit jetzt nicht irgendwie irgendwelche Sachen da in die Wunde reinkommen. Aber naja, man sollte nach dem Duschen dann schon das Pflaster auswechseln, ne? Aber es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Jo. Wir haben aber noch so viele Pflaster im Backup. Das hier hatte ich auch im Adventskalender von Marion von Balea, die Reinigungstücher in dieser Limited Edition. Die habe ich hier an diesem Tisch gehabt, immer zum Swatches entfernen. Wenn ich zum Beispiel so Eyeliner-Swatches hatte oder so, dann brauche ich schon ein bisschen was Intensiveres als nur so einen Lappen. Ne? Sonst habe ich ja meinen Lappen. Und jo, dafür waren die in Ordnung. Ich würde die aber nicht zum Abschminken nehmen. Nö. Dafür ist meine Haut leider zu sensibel. So, ein Peeling von Rituals habe ich aufgebraucht. Das hatte ich auch mal irgendwo im Adventskalender, glaube ich, drin. Oder in der Box, ich weiß es nicht. The Ritual of Happy Buddha, Smile and the World Smiles Back, Energizing Shower Scrub. Ja, ne, das war ein Peeling, das war ganz angenehm. Das hat die Haut auch schön gepeelt, das hat so ein bisschen orangig gerochen. Sweet Orange and Cedarwood, also dieses Cedarwood ist halt so ein bisschen ins, also Zedernholz halt, ne, so ein bisschen ins Herbere. Aber ja, fand ich okay, war ein mechanisches Peeling, hat mir aber ganz gut wohl gefallen. Für den habe ich hier noch von Party Light auch Teelichter leer gemacht. Das sind irgendwelche mit Jasmin gewesen. Steht das hier irgendwo drauf? Ich habe noch den Ja, Jasmin Jade. Jasmin Jade und Jasmin war das. Und die fand ich ganz nice. Hatte ich hier auch in meinem kleinen Teelicht drin, was ich von der lieben Cindy bekommen habe. Cinderella Block neu. Und ja, hier waren einfach 12 Teelichter drin, die mir ganz gut gefallen haben. Waren ganz andere. Ich liebe Jasmin. Jasmin und ich, wir sind ganz große Freunde und das ist kein Plastik mehr. Dann hatte ich hier in der Pinkbox drin Stress Relieving Refresh Your Day Powerful Lip and Eye Remover Pad. Habe ich einmal verwendet, um damit meinen Lidschattenlock runterzunehmen. Einfach nur Mascara und Lidschatten hatte ich drauf. Ne? Ein bisschen Eyeliner. Ja, ich bin manchmal ein bisschen intensiver geschminkt. Und diese Pads sind halt einfach so runde Pads. Komme ich nicht mit klar. Also ich bin jetzt einfach mittlerweile gewöhnt, dass ich einen richtigen Abschminkbaum nehme, mit dem ich dann über mein Gesicht gehe, meine ganze Rotzebampe runterhole, das nochmal mit Wasser emulgiere, das abspüle und mir dann halt wirklich mit einem Schaumreiniger nochmal richtig porentief die Poren reinige. Solche Tücher, die sind für mich nur zum Swatches entfernen. Alles andere ist einfach nicht okay, das mag ich nicht. Das gefällt mir nicht. Dann habe ich ein Produkt leer gemacht für die Haare. Color Wow Dream Coat Supernatural Spray. Das hatte ich auch in irgendeiner Sonderbox von der Look Fantastic Box mit drin. Genau, das machst du dir halt in die Haare. Und wenn du deine Haare föhnst, dann aktiviert sich dieses Gedöns und dann kriegst du ganz shiny, wonderful hair. Apropos shiny, wonderful hair, Leute. Ich habe heute mein frisch vom Friseurgefühl, weil ich mir die Haare geschnitten habe. Ich stehe mal kurz auf. Ja, ich trage eine Jogginghose und es tut mir nicht leid. Genau, ja, ich habe meine Haare geschnitten, ne? So ein Stück ab, ganz alleine. Ich weiß auch nicht, ob das gut aussieht, aber es hat meinen Haaren auf jeden Fall gut gefallen. Sie fühlen sich jetzt irgendwie wieder fluffiger an und irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Ich, ja, mag es jetzt einfach lieber, ne? Nicht mehr so splissig und so. Auf jeden Fall. Habe ich das ganz okay gefunden, ne? Ich hatte das noch zu der Zeit verwendet, wo ich quasi mir abends meine Haare gewaschen habe und das dann in meine Haare gegeben habe und meine Haare nicht direkt danach geföhnt habe. Das heißt, ich habe morgens dann meine Haare geföhnt, wenn dieses Produkt halt schon richtig in die Haare einwirken konnte. Und normalerweise, wenn du es halt richtig spiegelglatt auf deinen Haaren haben willst, dann musst du da irgendwie mit einer Bürste und dann richtig so durchföhnen, weißt du? Das ist nicht meine Welt, das mache ich nicht. Jo. Aber das hat mir ganz gut gefallen. Hat jetzt nicht unbedingt geholfen, dass ich besser durch meine Haare durchkämmen konnte. Das heißt, wenn ich solche Produkte verwende, dann lieber eher in Richtung Glisskur, Sprühkur. Ne? Das ist mehr so meine Welt, weil ich möchte halt vorrangig gerne durch meine Haare durchkommen können, wenn ich aus der Dusche komme. Genau. So, dann habe ich hier etwas, das habe ich von der lieben Marie geschenkt gekriegt. Girls Can Do Anything von Sadiq & Voltaire. Das ist eine parfümierte Bodylotion, die ich mega gut fand. Also die ist wirklich angenehm auf der Haut gewesen. Das war eine Konsistenz, sehr seidig. Also das war halt nicht so typisch Bodylotion flüssig. Das war aber auch nicht Bodybutter und das war auch nicht Body...
Cream oder sonst irgendwas. Es war halt so seidig. Also wenn ich damit auch über die Haut gegangen bin, ist halt noch so richtig so ganz seidig. Weiß ich nicht. War schön. Ne? Und auch vom Einziehen her und der Duft und das war toll und es hat mir gefallen. Aber es hat halt nicht so ultimativ gepflegt, ne? Es war halt aber ganz nice to have. Definitiv eine schöne Geschichte. Würde ich jetzt aber so nicht nachkaufen. Für die Füße habe ich etwas verwendet. Vegan Fox hatte ich, glaube ich, in der Vegan Beauty Basket auch drin. Food Cream Nourishing. Ja, die fand ich nett. Ne? Die hat meine Füße gut genährt und die hat auch richtig intensiv genährt. Da brauchst du gar nicht so ultra viel von. Hat mir gut gefallen. Ne? Eine gute Rausquetschtube, da kriegst du auch gut was raus. Mag ich. Ich pflege meine Füße jeden Abend. Das muss auch sein. Eine Zahnpasta habe ich leer gemacht. Da habe ich angefangen, die zu verwenden, weil mein Freund die nicht mochte. Habe ich die angefangen zu nehmen und dachte mir, ja gut, die ist echt nicht so bombastisch, ne? Und als ich dann aber immer mehr sie verwendet habe, hat sie mir immer mehr gut gefallen. Und meine Zahnarzthelferin des Vertrauens, bei der ich vor ungefähr einer Woche war, genau, hat mir auch gesagt, dass meine Zähne aktuell sehr gut aussehen. So. Logo der Naturkosmetik Complete Protection. Das ist einfach dieses Produkt, was vegan ist. Jo, die habe ich dann leer gemacht. Die ist sehr mild, wirklich sehr angenehm. Ich habe ja auch so ein bisschen freiliegende Zahnhälse. Dementsprechend war das auch sehr angenehm und sehr gut für mich. Und ja, mag ich. Definitiv. Auch ein Produkt, was man nachkaufen könnte. Dann habe ich hier von Essence ein Fixing Spray leer gemacht. Hello Good Stuff 3-in-1 Face Mist Hydrate Fix and Refresh mit Watermelon. Genau, mit Wassermelonenextrakt. Ja, der Sprühkopf war nicht so ganz meine Welt, fand ich nicht so gut. Und das Produkt fand ich irgendwie auch nicht so nice auf der Haut. Ich mag ja super gerne Wassermelonenduft, aber permanent war das nicht so meine Welt. Und irgendwie, es hatte auch so manchmal, ne, wenn ich es zu sehr geschüttelt hatte vorher, hatte ich so auch leichte Schaumpropfen auf dem Gesicht. Das war irgendwie nicht so, nicht so empfehlenswert. Von Marion habe ich das hier auch noch im Adventskalender gehabt und zwar von Ren. Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. 50 ml waren hier drin und ich hatte erst ein bisschen Angst davor. Muss ich wirklich gestehen, weil ich sage ja auch immer, diese ganzen Säuren auf meinem Gesicht und so, bin ich sehr empfindlich, habe ich Angst vor. Ich habe das alle 2 Tage abends verwendet und ich meine hier nämlich gelesen zu haben, dass es irgendwie auch mit Milchsäure mit drin war. Und deswegen hat das eigentlich nicht so sauer auf meinem Gesicht gewirkt, wie das bei einer anderen Säure gewesen wäre, weil ich glaube, Milchsäure ist das, was quasi der beste Einstieg ist. Deswegen hat mir das auch eigentlich ganz gut gefallen. Also hier steht jeden Tag und Tag und Nacht und ne, mega oft verwenden. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Wie gesagt, alle 2 Abende habe ich das verwendet und das hat mir gereicht. Hat meine Haut dadurch mehr gestrahlt. Ich habe da jetzt nicht so den Ultra-Effekt, ehrlich gesagt, von gesehen. War okay. Ja, war okay. Gut, würde ich es nochmal irgendwo haben, würde ich es auch verwenden. Wäre jetzt aber kein Produkt, wo ich sage, ich muss das unbedingt nachkaufen. Hier habe ich wieder was leer gemacht und zwar von Essence, die Studio Nails Rosewood Sticks. Das sind diese Stäbchen, die hier so drin sind. Die sind eigentlich ganz praktisch, ne? Ich lackiere mir ja jede Woche die Nägel und aktuell mache ich das ja, dass ich wirklich auf jedem Nagel, also dass ich 5 verschiedene Nagellacke verwende, ne? Und einfach um meine Nagellacksammlung einfach mal durchzutesten, um gegebenenfalls auszusortieren und ja, weil ich ja dann nicht immer so optimale Nagellacke mit dabei habe, rutscht mir das oft rum oder keine Ahnung, da kannst du halt schön mit korrigieren. Die mag ich. So, hier habe ich noch etwas, was ich die ganze Zeit rieche. Das steigt mir die ganze Zeit in die Nase. Von Ritual of Ying. Das war aus dieser Look Fantastic Sondereditionsgeschichte. Accept what is, let go of what was and have faith in what will be. Also akzeptiere, was ist, lass gehen, was war. Also quasi, ne, lass es auch gedanklich gehen. Und habe Glauben in das, was kommen wird. Und das fand ich eigentlich ganz schön vom, ne, Spruch her. Hatten wir bei uns im Wohnzimmer stehen, die Kerze ist nicht ganz abgebrannt leider, aber sie hat gut gerochen. Also mir persönlich hat sie gut gefallen, mein Freund hat sich auch nicht beschwert, deswegen wird sie ihm auch gefallen haben. Und ja, fand ich auch gut. So, eine Handcreme habe ich aufgebraucht, die hatte ich in einem Adventskalender und zwar in dem Action-Adventskalender, den ich abgefilmt habe, aber nicht online gestellt habe, weil das war ein Adventskalender, den ich in Reimen abgedreht habe. Das hat mir aber
irgendwie hat mir nicht gefallen, wie ich das gemacht habe, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich es bislang noch nicht hochgeladen. Auf jeden Fall ist es der Adventskalender aus 2019 gewesen. Und Spa Exclusive Sand Cream Limited Edition, ja, habe ich am Bett stehen gehabt, habe ich leer gemacht, hat mir nicht so gut gefallen. Fand ich überhaupt nicht pflegend, reichhaltig oder sonst irgendwas. Deswegen, nicht für meins. So, dann habe ich etwas leer gemacht von Nee, und zwar den Mini-Make-Up-Fixer. Also Fixing-Spray verwende ich echt viel, ne? Das sieht man ja. Wahnsinn, wie viel Fixing-Spray ich verwende. Sammy, das kann doch nicht wahr sein. Und zwar ist es eine Marke, die bekommst du auch bei Dalton zu kaufen. Jo, waren 50 ml drin. Das ist einfach so ein kleines Fixing-Spray gewesen. Das fand ich echt gut. Das hat mir mein Make-up an Ort und Stelle gehalten. Das ist geeignet für alle Hauttypen. Der Strahl ist so okay, ne? Ja, aber das hat mir halt alles ganz gut fixiert halt. So, dann habe ich eine Augencreme leer gemacht, und zwar von Estee Lauder, die Advanced Night Repair Eye Cream. Das ist dieses kleine süße Schätzelein, und ja, das war auch irgendwo im Adventskalender mit drin. Fand ich ganz okay, fand ich aber nicht so gut wie die Clinique All About Eyes, um ehrlich zu sein. Habe ich halt abends verwendet, weil es ja die Advanced Night Repair Eye Cream ist. hat meine Augenpartie nicht gereizt, es hat schon auch gepflegt und so, aber halt nicht so sehr, wie ich das gerne gehabt hätte, ja. War okay. Sorry. Meine Herren, habe ich viele... Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe so viele Kerzen aufgebraucht. Also, obviously, habe ich da echt Bock drauf gehabt. Das ist auch so ein All-Time-Favorite. Benefit 24 Hours Brow Setter habe ich hier leer gemacht. Das ist auch so ein ganz, ganz tolles Produkt, was die Augenbrauen festtackert. Also, bei dem ist es wirklich so, manche lieben ihn, manche hassen ihn. Ich liebe ihn. Also wenn ich mir den in die Augenbrauen reinmache, dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass wenn ich dann im Laufe des Tages drankomme, dass die Augenbrauen mir irgendwo im Gesicht verteilt hängen oder so. Also die sind echt, also eine gute Geschichte. Hat mir gut gefallen. Dann auch so ein Produkt, was ich jetzt Ewigkeiten hier auch auf meinem Schminktisch stehen hatte, was ich dann auch in Daily Use hatte und so, ne, ist von Urban Decay, die Eyeshadow Primer Potion. Die ist nicht ganz leer, wenn ich ehrlich sein darf, aber... Die Konsistenz ist mittlerweile nicht mehr so bombastisch und das habt ihr wahrscheinlich auch bei meinem Full Face Urban Decay gesehen oder ihr werdet es noch sehen. Nee, also Eyeshadow Primer würde ich persönlich auch nicht in 10 ml Größe mir mehr bestellen. Also das ist ein bisschen zu groß gewesen. Die war auch schon eine ganze Weile offen. Ich glaube, ne, die musste jetzt einfach mal gehen. Ansonsten, gutes Produkt, hält den Lidschatten wirklich an Ort und Stelle, hindert ihn vom Verrutschen und funktioniert bei mir eigentlich 1A. Dementsprechend mag ich das Produkt, aber ne, im Laufe der Zeit verändern sich Produkte. Dann habe ich hier noch ein Fixing Spray. Ich glaube, ich habe mal angefangen, meine ganzen angefangenen Fixing Sprays leer zu machen. Von H&M das Make-up Setting Spray. Prime Set and Refresh Hydrating. Genau, das habe ich mir nämlich auch noch vor Make-up aufgegeben. Also so im Prinzip direkt nach dem Primer, um direkt richtig Feuchtigkeit reinzubringen. Denn jetzt ist gerade so die Zeit. Draußen ist es super kalt. Dementsprechend ist es super trocken. Wir haben den Kamin immer an. Und ne, ich brauche einfach mehr Feuchtigkeit. Ansonsten sehe ich nachher aus wie eine vertrocknete Pflaume. Und das war okay. Ja, hat mich aber auch nicht vom Hocker gehauen. Würde ich jetzt auch so nicht nachkaufen. Nee. Ja, einen Conditioner habe ich leer gemacht. Den hatte ich in der Blissim-Box mit drin. Plumping Rinse Kevin Murphy. Das ist dieser hier. Der war vom Duft her sehr, sehr intensiv. Und da muss ich auch gestehen, dass er mir ehrlich gesagt nicht so wirklich gefallen hat. Denn ich habe so, ja, Pickelchen auf der Kopfhaut hinten bekommen, ne? Und ich weiß nicht, ob das hieran auch lag, aber es hat auf jeden Fall, wenn ich mit dem Produkt dann in Berührung kam zu meinem Hinterkopf, hat es wehgetan, ne? Riecht sehr nach einer reifen Frau, um das mal so zu sagen. Ich mochte es eigentlich, aber irgendwie auch nicht. Also es hat schöne Haare gemacht, aber es hat irgendwie, ne? Irgendwie mochte ich das. Ich habe es geliebt und ich habe es gehasst, aber nachkaufen würde ich auf gar keinen Fall. Dann habe ich hier noch eine Augencreme leer gemacht von Dr. Pierre Rico, und zwar Contourieux Anti-Rides Bouclier Stress. Also das ist mit 4 verschiedenen Hyaluronsäuren gewesen. Die fand ich ganz okay, habe ich morgens verwendet, hat mir ganz gut gefallen. Ist aber auch wiederum kein exorbitant krasses Produkt, was ich mir nachkaufen würde, um ehrlich zu sein. Dann habe ich hier ein Shampoo leer gemacht. Ach so, ja, okay.
Hier sind von den Kerzen so ein paar Aschereste drauf. Das ist von Fekai, ein Brilliant Gloss Shampoo. Und das habe ich halt verwendet dienstags und freitags, wenn ich halt auch meine Haarkur reingemacht habe. Einfach so zum komplett durchwaschen und so. Das fand ich okay. Das war halt super flüssig, ne? War okay, aber würde ich mir auch nicht nachkaufen. Also ich glaube, es ist so Friseurbedarf. Shampoo, keine Ahnung. Also ja, war auch in meinem Adventskalender. War okay, wie gesagt, aber kein Nachkaufprodukt. Das hier habe ich auch leer gemacht. Das ist ein Produkt von Party Light gewesen. Ember Suede. Genau, sah ganz hübsch aus, hat aber mega gerußt. Haben wir bei uns in der Küche gehabt, um Küchendüfte halt wegzukriegen. War angenehm vom Duft, aber ne, halt jetzt auch wiederum ja nicht so bombastisch. Also da fand ich die von Rituals, dieses Ritual of Ying, auf jeden Fall besser vom Duft her. Dann habe ich von Waterdrop auch noch eine Kerze leer gemacht. Die stand ja auch im Hintergrund und hat vor sich hingebrannt. Die war nicht so intensiv vom Duft her. Nö, die riecht auch ungefähr nach nichts. Weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass es eine Duftkerze war, ne? Naja, war okay. Das war richtig geil. Paco Rabanne Pure XS, das war so mein Winterduft, den ich getragen habe. Der hat mir richtig gut gefallen, den habe ich jetzt leer gemacht. Sehr sanft, pudrig, aber auch so leicht verspielt weiblich. Also den fand ich echt klasse, den mochte ich gerne, den Duft. Aber erstmal muss ich meine Parfums aufbrauchen. Aus dieser Dr. Pierre Ricot Hyaluronsäurenreihe habe ich auch die Tagescreme leer gemacht. Die hat mir gut gefallen, das muss ich wirklich sagen. Das war eine schöne pflegende Creme, die angenehm auf dem Gesicht war, die auch schön mit Feuchtigkeit versorgt hat und wo meine Haut auch wirklich, meine Haut hat das gut vertragen. Ich mag auch gerne diese Tiegelchen von Dr. Pierre Ricot, habe ich ja in der Kooperation zugeschickt bekommen. Ne? Ich mag dieses Glas hier unten, ich mag die Form, sieht echt immer schön aus, wenn du es so bei dir irgendwo stehen hast. Ist ganz, ganz, ganz soft. Vom Duft her, also ich denke schon, dass die parfümiert sind. Antifalten läuft, ne? Achso, den Deckel wollte ich nämlich in Plastik schmeißen, deswegen hatte ich den gerade nochmal abgemacht. So, dann habe ich hier von Dr. Barbara Sturm eine Face Cream leer gemacht. Habe ich auch noch ein Backup von, weil ich die auch noch irgendwo in einem anderen Adventskalender mit drin hatte. Also Leute, sackenteures Produkt. Aber das ist nicht das Geld wert. Jetzt mal ohne Witz. Das ist eine super leichte Creme, die jetzt nicht intensiv Feuchtigkeit spendet und nicht so ultimativ krass ist, wie man das erwartet, wenn man so den Preis sieht. Würde ich mir jetzt so nicht kaufen. War okay, meine Haut hat es nicht irritiert oder so, ne? Aber ja, nicht für den Preis. Ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich viel feste Seife auch aufgebraucht, weil ich das einfach so als Duo verwendet habe, sowohl für meine Pinsel, meine Schwämmchen zum Reinigen, als auch für meine Hände ganz normal. Und da man jetzt aktuell so ein bisschen häufiger seine Hände wäscht, habe ich auch ein bisschen mehr Seife aufgebraucht. Da habe ich einmal von Binuyo, genau, so ein Seifenstück gehabt. Das hatte so Kuhflecken, das fand ich total witzig. War, glaube ich, auch mal in der Vegan Beauty Basket drin. Ja, ne? War ganz witzig. Also hat ganz gut sowohl meine Pinsel als auch meine Hände gereinigt, als auch meine Schwämmchen. Das dritte Produkt, was ich aus dieser Dr. Pierre Ricot Reihe leer gemacht habe, ist das Serum gewesen. Und das hat mir eigentlich so, ja, schon sehr gut gefallen, weil das auch eine schöne Konsistenz hatte. Also das, wenn ich diese drei Produkte auch in Kombi in Anwendung hatte, hat nichts auf meinem Gesicht gekrümelt oder so. Und ich mochte den Pumper, ich mochte, wie es sich auf dem Gesicht halt angefühlt hat, ne? Schön eingezogen. Aber wie gesagt, ich persönlich hätte wirklich noch ein bisschen was Reichhaltigeres gebraucht. Den Pumper packe ich jetzt natürlich hier in Plastikmüll. Und das hier kommt in Restmüll, weil es ist zu klein für Glasmüll, habe ich herausgefunden. Hat mir nämlich welche mal in die Kommentare geschrieben, dass man solche kleinen Glasflakons nicht in den, Glascontainer packen soll, weil das nicht so gut recycelt werden kann. Fand ich auch sehr interessant, ne? Wobei man dann sowas, sowas von der Größe da schon reinpacken kann. Hat ja auch eher so die Größe von einem größeren Marmeladenglas. Deswegen vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wo die Größen, ne? Ab wann du was wohin? Keine Ahnung. Nachgefühl. In der My Little Box hatte ich diese Kerze drin. Die war ruckzuck aufgebraucht, ne? Das war ja echt super schnell weg. Die hatte, glaube ich, auch keinen Duftstand bei uns im Wohnzimmer. Hat einfach vor sich hingebrannt und war ganz hübsch. Kann man jetzt theoretisch noch weiterverwenden. Die Kerze hat auch ein bisschen gerußt, aber ist ja nicht schlimm. Und auch das kannst du weiterverwenden als Pöttchen für irgendwas. Da war auch noch ein Deckel drauf, den habe ich verloren gekriegt. Noch eine Kerze habe ich leer gemacht. Die war in einem Adventskalender drin. Gourmandise, keine Ahnung.
Das ist halt dieses kleine Ding gewesen. Das war nett. Ja, die ist das gewesen. Ja, doch, die hat richtig Power gehabt. Die ist ja klein, aber die hat richtig krass gerochen. Ja, doch. Hammer, ja. Aber auch das Restmüll. Dann habe ich hier noch ein Seifenstück aufgebraucht von Refan. Nee, die habe ich aktuell sogar bei mir stehen. Ne? Das ist so eine handgemachte Seife. Das war so eine rote. Die finde ich cool. Das ist so ein großes Stück. Und die hat so Dinger mit drin. Die sehen aus wie kleine Rosen. Schön gemacht, definitiv. Also, ne, und das ist halt der Müll, der davon übergeblieben ist. Ist ja nicht weiter wild. Und die fand ich nett. Oder finde ich nett. Habe ich ja aktuell in Anwendung. Deep Sleep Pillow Spray von This Works hatte ich auch in diversen Adventskalendern oder mal als Goodie zu einer Bestellung mit dabei. Liebe ich. Ich habe noch so viele Backups und ich freue mich sehr darüber. Und die kommen halt immer bei uns dann aufs Bett. Und ja, dann kann man angenehm in Lavendelduft schlafen. Ja. Ein Handpeeling war, glaube ich, auch in der Vegan Beauty Basket. Habe ich mittwochs und samstags gemacht. Habe ich mir extra mit Edding draufgeschrieben, dass ich das an den Tagen machen soll. Weil ansonsten hätte ich das vergessen unter der Dusche von Grums. Raw Coffee Hand Scrub and Wash. Jo, das habe ich halt wirklich dann verwendet. Zum Beispiel, wenn ich mir mittwochabends meine Nägel ablackiert habe und dann duschen gegangen bin, habe ich dann unter der Dusche noch dieses Handpeeling gemacht. Richtig klasse. Also da habe ich eine schöne Routine reinbekommen. Das waren halt wirklich große Peelingpartikel und ich finde schon, dass es in der Zeit von dieser ganzen Handdesinfektions-, Händewaschen und so weiter Zeit meinen Händen ganz gut geholfen hat, das Ganze durchzustehen. Ja, ohne groß zu reißen oder sonst irgendwas zu machen, ne? Das hat mir ganz gut gefallen. Ich muss mal eben... Oh, ja, mein Stuhl war ein bisschen weit hinten und ich saß nur mit einer halben Probacke drauf. Ein Shampoo habe ich leer gemacht, das habe ich von der lieben Nathalie Nordbeauty, in einem Tauschpaket gehabt, wo wir uns unsere gegenseitigen Drogeriefavoriten zugeschickt haben. Das war von Hair Biology das Anti-Frizz and Illuminate Shampoo von Profi und das hat mir extrem gut gefallen. Das hat so gut gerochen. Ich liebe diesen draufdrücken, umdrehen, rein damit. Ein ganz toller Duft. Oh, jetzt habe ich es an der Nase. Ist nicht schlimm, ne? Also ich mochte das richtig gerne. Ne? Also das war ein ganz, ganz tolles Gedöns und kann ich nur empfehlen. Ohne Farbstoffe, ohne Mineralöl, ohne Ethanol. Also das war echt klasse. Hat schöne Haare gezaubert. Dann habe ich hier noch was von Dalton. Also ne, wie gesagt, wenn ihr vielleicht bei Dalton gucken wollt, 20% Rabatt. Beauty Cloudy, gönnt euch hart. Body Care Spa Deluxe. So ein geiles Zeug. Oh, du hast danach eine Haut wie eine Göttin. Das war echt toll, aber es ist nicht günstig, ne? Deswegen, wenn ihr euch sowas holen wollt, dann gerne mit dem Code, dann kriegt ihr es ein bisschen günstiger. Ginger Sea Salt Body Scrub. Quatsch! Wo habe ich denn die Body Cream? Die ist hier gar nicht drin. Oder kommt die noch? Nee, das hier war noch was anderes. Und zwar war das Body Peeling. Ich habe nämlich gerade gedacht, das hier wäre die Body Cream, weil die finde ich so gut. Die ist so feuchtig, also ist jetzt nicht das Produkt, ne? Die Body Cream ist so feuchtigkeitsspendend und so samtig. Die ist richtig geil von der Textur her. Das hier war das Body Scrub, yo. Und das ist mit Seesalz. Das ist per se ganz gut. Achtung, Salz brennt nach der Rasur, habe ich mir hier hinten drauf geschrieben. Und das Problem bei dem Scrub war, dass es relativ grob war, also dementsprechend ja auch ein bisschen scharfkantiger, ne? Also das habe ich schon auf der Haut gemerkt. Das war halt auch recht fest. Das heißt, du musst es schon rubbeln. Und ja, gerade wenn... Also ich habe bei diesem Produkt gemerkt, weswegen man sich erst peelen sollte und danach rasieren sollte. Das ist das Produkt, welches mich da... Ne? Es hat nämlich gebrannt wie Feuer in meiner... Ne? Lulu. Und ja, das würde ich, wie gesagt, nicht so unbedingt nachkaufen. Aber das Body... Ein Creme gedünsten, mega. Wo wir schon bei meiner Lulu sind. Schön, dass wir drüber sprechen. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, ne? Über die Menstruationshöschen. Und ich wollte euch ja noch ein Feedback dazu geben. Und zwar habe ich dieses Höschen dann auch jetzt bei meiner letzten Periode getragen. Und es war ein Traum. Es war wirklich gut. Ich hatte das jetzt in der Farbe schwarz, in der Größe M. Also das ist quasi das Höschen, ne? Ich habe euch das auch in dem Video mal intensiver gezeigt. Fand ich persönlich, weil ich habe ja auch das vergleichsweise aus dem DM von, Marke vergessen, seht ihr im Video, habe euch beide gezeigt. Da fand ich das hier besser, weil da geht wirklich dieses Schutzding, was du drin hast, was quasi ja auch dann das aufsaugt, was rauskommt.
geht ja komplett von ganz hinten, Bündchen hinten, bis ganz vorne, Bündchen. Ne? Also komplett durch. Das heißt, dadurch habe ich mich sicherer geschützt gefühlt. Ich persönlich denke, dass mir Größe L tatsächlich besser passen würde, weil ich fand das, also an meiner Hüfte oder an meiner, ja, an meiner Hüfte, da ist Hüfte, ja, Hüftknochen, Hüfte, Teil hier, hier oben. Ihr seht das nicht, das, egal. Auf jeden Fall, Größe L hätte besser gepasst, denke ich mal, weil das an meiner Hüfte dann doch etwas sehr eng saß. Ne? Also es ist dadurch natürlich noch ein bisschen sicherer, weil geschützter, aber es wäre wahrscheinlich angenehmer oder ist wahrscheinlich angenehmer vom Tragekomfort, wenn ich das in Größe L hätte. Ansonsten, du siehst dem Höschen nicht an, was es macht, definitiv nicht. Es ist auch nicht so, dass es dann irgendwann undicht wird oder sonst irgendwas. Also ich kann das super nachts tragen, das ist eine wundervolle Alternative. Oder wenn ich halt meine Menstruation hier im Homeoffice habe oder meine Los Vojos, wie wir in dem Video ja auch gelernt haben. Im Homeoffice ist es auch kein Problem. Aber ich weiß nicht, wenn ich in einer Firma wäre und das Höschen anhätte, würde ich mich, glaube ich, nicht so wohl fühlen. Weil im Homeoffice halt, habe ich halt jederzeit die Möglichkeit, wenn es mir zu viel wird, zum Beispiel das Höschen zu wechseln. Oder dann nochmal irgendwie ne, was anderes mit rein, wie auch immer. Ja, deswegen. Also sowas würde ich persönlich eher präferieren für zu Hause. Aber das, ne, wie gesagt, muss jeder für sich selber einfach herausfinden. Schaut euch das Video dazu an, habe ich euch eben verlinkt. Hier habe ich jetzt nochmal exemplarisch den Weichspüler, den ich halt doof fand von Denkmit. Danach hat unsere Wäsche einfach ein Stück weit gemüffelt, muss ich gestehen. Ich habe ihn trotzdem leer gemacht. Ja, aber war jetzt überhaupt nicht das Produkt, was ich geil finde. Da habe ich nochmal hier Slip-Einlagen leer gemacht. Das waren jetzt von Yes & Nature welche. Ne? Auch die fand ich vollkommen solide, vollkommen gut. Hier habe ich noch etwas, ja, Sammy hat was leer gemacht. Das hat er hier direkt reingeschmissen. Nein, Scherz. Wir hatten im Sommer das Problem, dass wir Grasmilben hier überall hatten. Ne? Das haben wir natürlich nicht gesehen, wir haben es auch nicht gemerkt. Aber Sammy, der hat sich überall geleckt und gejuckt und gekratzt und wir haben halt richtig an den Pfötchen gesehen, dass er sich ständig daran rumgefusselt hat. Und dann haben wir das gegoogelt, Dr. Google hilft, und haben gedacht, okay, es könnten gegebenenfalls Grasmilben sein, weil wir dann auch so Bilder verglichen haben. Dann haben wir uns auch nochmal ganz genau seine Pfötchen angeschaut und so. Und dann haben wir auch tatsächlich gesehen, dass das winzig, winzig kleine weiße Pünktchen drin waren. Und daraufhin haben wir uns dann informiert, was man dagegen machen kann und haben dann herausgefunden, dass dieses Shampoo von super vielen empfohlen wird. Und zwar ist es das Duo Protect Shampoo von BFA. Pflegeprodukt mit physikalischer Parasitenabwehr, spendet Feuchtigkeit und macht Parasiten bewegungsunfähig. Das ist dieses Produkt, kann ich euch mega empfehlen. Es war ein regionales Problem. Also das war nicht nur, dass wir das hier hatten, sondern das hatten auch meine Tante und mein Onkel mit dem Hund Lilly, die ihr öfters auch mal auf Instagram bei mir sehen könnt. Genau, die sind nämlich in Urlaub gefahren, Lilly ist bei uns vorbeigekommen und die haben auch direkt gesagt, hey, könnte sein das? Und dann habe ich die direkt mit diesem Shampoo gewaschen. Danach war es bei ihr auch weg. Ne? Also richtig heftig. Ja, und das verwendest du normalerweise ja schon so ein paar Mal öfter. Ne? Also bis es halt wirklich komplett weg ist. Und dann, ich weiß nicht, wir haben dann immer so 2-3 Tage dazwischen Zeit gelassen und immer wieder dann komplett den ganzen Hund damit gewaschen und getan. Und der arme Sammy, der überhaupt kein Baden oder Duschen mag und kein Wasser mag und nichts, das tat mir auch richtig leid. Aber es musste einfach sein, gerade im Sommer war das echt schlimm bei uns. Und jo, das hat ihm auf jeden Fall geholfen. Und ich finde auch, dass sein Fell danach nicht so gestunken hat, wie das bei anderen Hundeshampoos der Fall ist. Wenn ich ein anderes Hundeshampoo nehme und Sammy dann durchs Haus läuft oder so, und ne, dann riecht es halt nach nassem Hund. Das hast du bei diesem Shampoo nicht so intensiv. Also wie gesagt, das kann ich auf jeden Fall bei Grasmilben sehr empfehlen. Und ja, ansonsten, ne, es ist halt ein Hundeshampoo, was er jetzt nicht grundsätzlich immer braucht, weil andere Hundeshampoos tun es da auch. Aber das wollte ich jetzt einfach nochmal hier mit euch auf den Weg geben, falls es euch interessiert. Ein Produkt von mir habe ich aussortiert, weil mir das die Haut sehr irritiert hat, und zwar von Neutrogena Curcuma Clear. Das ist dieser Reinigungsschaum, den fand ich nicht gut. Also ihr seht, ich habe ein bisschen was davon aufgebraucht, ne? Aber auch nicht so allzu viel. Ich glaube, 2 Wochen habe ich das verwendet. Hier steht drauf, beruhigender Reinigungsschaum, auf gar keinen Fall. Also ich habe davon A, mega viele Pickel bekommen. Das fand ich nicht gut. So, das wurde jetzt hiermit aussortiert. Dann habe ich hier Deep Sleep Body Cocoon von This Works. Das fand ich auch total fancy. Das war quasi das Pendant zu dem Deep Sleep Pillow Spray. Nur halt als Body Lotion. Das fand ich ganz
interessant vom Duft her. Also du hast halt wirklich nach Lavendel pur gerochen, als hätte ich mich in ein Lavendelbeet gelegt. Und es hat auch ganz, ganz schön gepflegt. Ne? Also würde ich mir das jetzt nachkaufen? Nicht unbedingt, aber so als Erfahrung war es nice to have. Beschwere ich mich nicht. Genau, das hier wollte ich euch zeigen. Das ist eigentlich unser Lieblingsduft für unseren Airwick. Wie auch immer das Ding heißt. Sommervergnügen, ja. Das ist jetzt für den Winter nicht unbedingt das ultimative Zeug, aber es riecht so gut. Und jetzt habe ich irgendwas mit Winter da drin. Ist auch mit Vanilleduft. Und dann sagte mein Freund auch, das riecht nach Essen. Und das ist ihm auch ein bisschen zu schwer vom Duft ist. Also er persönlich mag das ja auch lieber. Ich habe jetzt aktuell auch noch eins mit Baumwollduft oder sowas, was wir als nächstes reinpacken werden. Aber das hier riecht halt richtig schön blumig. Angenehm frisch. Ne? Das ist ein schöner Duft fürs Badezimmer. Deswegen, den werde ich auch immer wieder nachkaufen. Auch der ist mit weißen Blüten, Melone und mit Vanille. Aber hier ist das Vanille nicht so vorrangig, nicht so intensiv. Ne? Das hier habe ich auch aussortiert, weil ich das einfach nicht mochte. The Body Shop Vanilla Pumpkin Shower Gel. Das hatte ich auch in einem Adventskalender drin von der lieben Marion. Aber den Duft mag ich gar nicht. Das war überhaupt nicht meine Welt. Da kam ich nicht mit klar unter Dusche. Das mochte ich nicht. Man sieht es auch, ne? Also ich habe es ein bisschen verwendet, aber jetzt nicht exzessiv. Ich glaube, das habe ich auch nur 3 Tage und dann habe ich es aussortiert, weil... Oh, ich weiß nicht, das ist so ein komischer Duft. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde nicht, dass es nach Kürbis riecht. Und auch irgendwie nicht richtig nach Vanille. Es riecht irgendwie nach eingeschlafenen Füßen. Das ist nicht meine Welt. Das mag ich nicht, nee. Wandert auch weiter. So, dann, ja, wohnen wir hier ja sehr ländlich, ne? Das heißt, wir haben hier auch viele Fliegen oder Fruchtfliegen oder so. Und da tut man natürlich, was man kann. Ich hole immer wieder von Profissimo diese Fensterköderstreifen. Die halten für 6 Monate oder halt, bis du das nächste Mal die Fenster putzt, ne? Also dementsprechend dann ja eigentlich weniger als 6 Monate. Oder bis sie halt voll sind, ne? Also wir haben relativ viele davon. Was natürlich auch hilft, und das ist so ein kleines Hausmittel, du nimmst eine Schale, machst da Essig rein und einen Tropfen Sopril, also Spülmittel oder sowas, ne? Das stellst du dann hin und da fliegen die ganzen Fruchtfliegen auch rein und sterben. Ja, kann ich auch sehr empfehlen. Das haben wir auch an manchen Stellen stehen. Und jo, deswegen. Ne? Wir haben hier viele Gewässer in der Nähe, wir haben Wälder in der Nähe, da hast du halt immer irgendwelche Viecher hier rumfliegen oder rumlaufen, keine Ahnung. Und gegen Fliegen und Fruchtfliegen helfen wir mit sowas halt nach. Und das funktioniert ganz gut. Hole ich immer wieder nach, kann ich... So, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mag ich gerne. Ist hilfreich. Und dann habe ich etwas leer gemacht von Skin Natur. Ich weiß nicht, ob mein Rabattcode Claudie10 noch gültig ist. Müsst ihr mal ausprobieren. Da habe ich die Cleansing Cream leer gemacht. Mit Shea Butter, Vitamin E und Aloe. Also das ist quasi das Produkt, was mich jetzt dazu animiert hat, auch A, richtig Double Cleansing zu machen und B, diese Abschminkbalsame zu verwenden. Das ist nämlich hier so ein Glasding. Ich habe jetzt aktuell auch noch das Retinol-Serum in Anwendung. Und hier hast du ein wirklich angenehm duftendes und sehr, sehr natürliches Balsamprodukt drin. Also es ist relativ fest, ne? Ich bin dann immer mit dem Finger dann reingegangen und dann halt auch richtig so durch. Kannst du natürlich noch schöner machen mit einem kleinen Spatel, das habe ich aktuell. Und ja, einfach dann nehmen. Dann habe ich mir das einfach auf die Hände so, ne, verrieben, ein bisschen angewärmt und dann vorsichtig über die Augen. Die Augen kannst du auch öffnen, ist überhaupt kein Problem. Das Einzige, was in den Augen brennen könnte, sind die Produkte, die du gerade abschminkst, sprich die Mascara, der Eyeliner, der Lidschatten, was auch immer du für eine Rotzepampe auf dem Gesicht hast. Und ja, mir hat der richtig gut gefallen, ich kann den empfehlen. Ich habe jetzt ja aktuell den von Yepoda in Anwendung, den ich sogar einen Tick besser finde, weil der einfach von der Konsistenz her homogener ist. Also der ist ein bisschen, der ist weicher und der ist auch, wenn ich den so in meinen Fingern verteile, ist er nicht krümelig. Das hier war, bei dem hier ist es tatsächlich so gewesen, dass der schon ein bisschen krümelig geworden ist. Ja, aber ne, deswegen, also da muss man halt selber schauen, was einem besser gefällt. Auch von den Inhaltsstoffen her, ne, das ist immer so eine Sache. Aber das fand ich echt solide. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So. Heidenei.
Ja, es ist ganz schön viel geworden, Leute. So, dann habe ich hier etwas aufgebraucht und zwar von Dr. Botanicals Lemon Superfruit All-in-One Rescue Butter. Die habe ich für die Füße verwendet. Dann haben meine Füße schön nach Limone gerochen. War nett, ne? Ja, hat auch wohl ordentlich gepflegt. Also es war wirklich so buttermäßig, richtig derbe Pflege, gut auf die Füße. Ich mag das, wenn ich meine Füße nach der Dusche richtig fett einpacke und dann schön Wollsocken drüber und dann irgendwann ein paar Stunden später ins Bett Socken aus und wundervoll. Also sowas hilft auch einfach. Es hilft nicht dagegen, dass man auch irgendwann mal Hornhaut bekommt. Das muss ich halt auch sagen. Das heißt, da muss ich trotzdem nochmal mit einem Bimmstein dann manchmal drüber oder halt diese Hornhaut-Entfernermasken machen. Genau. Das ist dann aber auch jedem selber überlassen. Meine Herren, ich habe ja noch ein Fixing-Spray drin. Was habe ich denn hier veranstaltet. Ich meine, gut, ich habe mich in letzter Zeit echt häufig geschminkt und dementsprechend dann auch echt häufig Fixing-Sprays verwendet. Aber es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Fixing-Sprays. Keine Ahnung, Leute. Echt keine Ahnung. Riva Loves Me, Pastel Breeze, Cucumber Setting Spray. Das fand ich nicht gut. Also das, ja, weiß ich nicht. Das war außer Limited Edition. War ganz nett. Das war sehr frisch auf dem Gesicht. Aber das hat jetzt, also nicht so geil wie das MAC Fix Plus, ne? Also da suche ich halt immer noch nach Alternativen, aber habe ich jetzt so noch nicht hundertprozentig gefunden. Ja, Isana Young, Anti-Pickle-Badges. Auch eine 31-jährige Claudi verwendet noch Anti-Pickle-Badges, weil sie Pickel hat. Ne? Also das ist immer ziemlich aufregend, was ich mir teilweise ins Gesicht gebe. Sowohl Anti-Falten-Gedöns als auch Anti-Pickel-Gedöns. Ne? Keine Ahnung. Jung geblieben, die Frau. Gebe ich mir gerne auf Pickel, nicht weil es mir die Pickel wegmacht, sondern damit ich mich selber davon abhalten kann, an den Pickeln rumzuknibbeln. Denn das mache ich manchmal aus Nervosität oder wenn ich nicht drüber nachdenke. Gerade wenn diese Pickel sich im Gesicht befinden und dann sitzt man vorm PC und arbeitet und ne, ist dann gerade irgendwie am Machen und Tun und dann wandert die Hand dahin und dann bist du da nur noch am Fusseln. Und dann ist es gut, wenn du da ein Patch drauf hast, weil dann kommst du da nicht bei. Genau, deswegen. Also die sind eine solide Kiste, aber du kannst ja auch genauso gut einen Tesastreifen draufkleben, ne? Also es sieht ja nicht unbedingt cool aus. Ich mache sowas auch nicht unbedingt drauf, wenn ich auf der Arbeit sitze. Jetzt im Homeoffice war das okay, aber auf der Arbeit, man sieht es halt auch, ne? Ja, deswegen. So, dann habe ich hier noch Tampons leer gemacht von Yesa Nature. Genau, also die verwende ich auch am liebsten, also so natürliche Tampons. Halt zusätzlich zur Menstruationstasse oder zu den Menstruationsunterhosen, je nachdem, wonach einem ist. Weil ich finde, ne, das habe ich auch in dem Video gesagt, man sollte dann immer die Produkte verwenden, zu denen man einfach greifen will und nicht zu denen andere meinen, zu denen man greifen sollte. Irgendwie so. Auf jeden Fall finde ich die ganz angenehm und ja, sind aufgebraucht. Hier habe ich nochmal was und zwar die Recycling Mikrofasertücher, 5 Stück, habe ich geholt von DM, von Profissimo, müsste das auch sein, ja. Hatte ich mir eigentlich geholt für meine Brille zum Saubermachen, aber mittlerweile sind sie halt ganz normal bei uns im Haushaltsgebrauch auch gelandet. Ja, das heißt, wir nehmen die zum Putzen, zum Spülen, zum was nicht alle machen und die sind wirklich sehr, sehr universell einsetzbar und ich finde die klasse. Uns gefallen die ganz gut. Da waren wir ganz froh, dass ich da neue geholt habe. Ja, dann habe ich hier noch etwas aufgebraucht von The Body Shop British Rose. Ich weiß gar nicht, wo ich das... Ich glaube, das hatte ich in dem Body Shop Adventskalender, den ich ausgepackt habe. Ich habe hier drauf geschrieben, gelig, nicht so gut verteilbar. Ja, das ist eben die Sache. Ich mag gerne bei Duschgel, dass das halt schon gelig ist, aber dass ich das dann auch... Ne, verteile und dann schäumt das und dann lässt sich das auch verreiben und so. Und das ging halt nicht so gut. Das hat halt so, das habe ich dann so über den Arm und dann ist es hier so geblieben. So, ne? Ja, mochte ich nicht so gerne. Dann habe ich noch als Nachtprodukt etwas leer gemacht von VT Zica Sleeping Mask. Ja, das ist theoretisch ein cooles Produkt. Also hier sind so Sachets drin gewesen. Das fand ich blöd. Das ist ein Müll gewesen. Da kannst du doch besser einen Tiegel nehmen, sowas, und dann die ganzen Produktgeschichten hier reinmachen. Also das wäre irgendwie nicer gewesen, aber gut. Jo, ne, hat aber meine Haut eigentlich ganz gut gefallen und das habe ich halt anstelle von der Nachtcreme verwendet. Genau. So, Bulldog, da habe ich Klingen leer gemacht und zwar die Originalklingen. 4x5 schneidige Klingen. Ich mag einfach diese Männerrasierer. Ne? Hatte ich in einem Adventskalender drin und finde ich großartig. Hole ich mir immer wieder. Und das hier dürfte jetzt auch nicht Plastikmüll sein. Eine recycelbare Verpackung. Ich denke, das ist dann auch einfach Papiermüll. Binden habe ich leer gemacht. Das waren jetzt von Carefree die Ultra-Binden.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab keine anderen, deswegen habe ich mir die gekauft. Ist halt für nachts eine schöne Geschichte, ne? Mag ich ganz gerne, auch wenn die so Flügel haben, da fühlt man sich einfach sicherer. Dann habe ich hier noch leer gemacht, 417 Sensual Essence Intense Volumizing Matte Shampoo. Das war etwas merkwürdig, hatte ich in einem Adventskalender drin, aber es war effektiv. Es hat nämlich auch wirklich, also das muss ich wirklich sagen, das hat meine Kopfhaut gereinigt, das hat meine Haare gereinigt. Und man hatte irgendwie dieses Gefühl, weil das halt auch wirklich so Schlammfarben da rauskam, ne? War ein bisschen merkwürdig, das zu verwenden, weil wer macht sich sowas gerne in die Haare? Ne? Das hat halt trotzdem echt den ganzen Schmodder rausgenommen und gut gereinigt. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ich glaube, sowas könnte ich jetzt auch gerade ganz gut gebrauchen mit meinem Gedöns da hinten. Naja, ein paar Masken. Komm, jetzt kommen wir mal zu Masken. Hier habe ich von No Makeup hydratisierende Maske Snow Today gemacht. Da habe ich mir ganz dick und fett gut hinten drauf geschrieben mit 3 Ausrufezeichen. Das ist halt so eine Crememaske gewesen und die soll feuchtigkeitsspendend sein. Für Gesicht, Hals und Dekolleté. Ja, ne? Die hat Feuchtigkeit gespendet, die hat mir gut gefallen und die kann man auf jeden Fall machen. Hat meine Haut vor allem auch gut getan. Dann habe ich dieses Produkt hier verwendet. Ich habe ja auch eine Maskenwoche mit euch zusammen abgedreht, die Europa-Maskenreise. Garnier Skincare Vitamin C Shot Fresh Mix Tuchmaske habe ich von der lieben Margret geschenkt bekommen und hier habe ich mir drauf geschrieben, dass das restliche Serum für den ganzen Körper gereicht hat. Schlechte Passform, aber dünnes Vlies und sehr pflegend. Ja, also das war schon, ihr habt es auch selber in dem Video gesehen, eine gute Geschichte. Ich verstehe bis heute nicht genau, warum man das so getrennt hat, Vlies und Serum, aber egal. So hatte ich halt noch genug Serum über, um es mir auf den ganzen Körper zu schmieren. War super. Von Dalton habe ich die Hydrogel iPads gemacht. Die haben die auch relativ neu im Sortiment. Ich persönlich mag die richtig gerne. Instant Effect, Panthenol und Hyaluronsäure. Bye bye Tired Eyes. Toller Sitz, kühlend, aufpolsternd. Rauere Oberfläche, daher kein Rutschen, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ich persönlich präferiere die Patches, die habe ich hier auch stehen, einfach in so Pöttchen drin. Das ist jetzt von Mizon, die Hyaluronic Acid Eye Gel Patches, die habe ich mal von YesStyle zugeschickt bekommen, weil da hast du einfach 60 Stück drin und hast viel weniger Müll. Oder, wenn du es ganz wild nimmst, das hier auch. Ich habe hier nämlich noch meine Maskenwoche neben mir stehen, die ich aktuell drehe. Das ist auch eine ganz gute Geschichte, aber sackteuer, ne? Von Mudmaski. Die, das ist so ein, kannst du dir so drauf, also ist auch so, so eine Creme eher, ne? Trocknet dann an und ja, das finde ich dann eigentlich besser als diese Einmalanwendung, muss ich ehrlich sagen. Genau, aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also wenn ich die Patches bekomme, in Boxen oder wie auch immer, in Kooperation, dann verwende ich die auch, aber ich würde sie mir so nicht mehr nachkaufen. So, ja komm, wir machen weiter mit Masken. Da habe ich nämlich noch einige. Das ist von Dalton eine meiner absoluten Lieblingsmasken, die Face Care Hydro Lift Maske. Also, die ist gar nicht mal so günstig, Leute. Aber wenn ihr es macht wie die liebe Mello Flori, dann könnt ihr die sogar zweimal verwenden. Das heißt, ihr nehmt vorsichtig die Maske raus, legt euch die aufs Gesicht und nachdem ihr die nur ungefähr 20 Minuten drauf hat, dann faltet ihr die wieder vorsichtig zusammen, packt die wieder rein und ja, lasst die dann mit dem restlichen Serum, was drin ist, einfach noch ein bisschen sich vermischen und ungefähr 2 Tage später könnt ihr die dann nochmal machen. Ne? Ich habe die auch im Maskenvideo verwendet, deswegen habe ich die dann auch tatsächlich viel, viel länger drauf gelassen und das restliche Serum habe ich dann auch für meinen Körper verwendet. Die ist toll, die ist feucht und frisch. Also das ist wirklich eine ganz, ganz feine Geschichte, die ich sehr empfehlen kann. Und wie gesagt, auch darauf gilt mein Code. So, dann habe ich hier etwas aus Korea gemacht. Das ist die Rise-Maske von Misha. Die ist dünn wie Reispapier, wie Seide auf der Haut, nass und absolut hautberuhigend und pflegend. I love it, habe ich mir drauf geschrieben. Ja, ich mag halt einfach diese koreanischen Tuchmasken auch sehr, sehr gerne, weil die sehr, sehr pflegend sind. Auch hier ist es wieder eine Geschichte mit dem Müll. Ich persönlich mag aber einfach super gerne dieses Gefühl von Tuchmasken, dieses Spa-Feeling, was man hat. Und ne, deswegen mag ich die halt so gerne. Und ich mag es halt ungern, wenn ich nochmal mein Gesicht abwaschen muss, wenn ich mir halt eine Crememaske drauf mache. Deswegen. Aber ich habe jetzt sehr, sehr viele Tuchmasken aufgebraucht und in Zukunft werde ich dann auch sehr, sehr viele Pöttchenmasken aufbrauchen, denn da habe ich jetzt aktuell einige offen. Genau, die kann ich aber empfehlen. Mir gefallen. So, noch ein Schätzelein von Margret habe ich gemacht und zwar die Illuminating Eye Pearl Mask Sheet Maske von Tony Moly Pearl Sheet Mask with Illuminating Effect for a Radiant Complexion. Die ist gut, aber nicht krass. Also,
Ich habe mir einen Reim drauf geschrieben. Ich bin ja auch manchmal ganz schön crazy drauf. Gut, aber nicht krass. Feucht, aber nicht nass. Keine Ahnung, ich mache sowas meistens abends. Da bin ich nicht mehr ganz auf der Höhe. Fleece ist zu dick. Leichter Glow auf dem Gesicht. Ja, ne? Also war okay, aber war jetzt nicht eine meiner liebsten von Toni Moly. Da haben die auch sehr, sehr schöne andere Masken. Dann habe ich die hier noch gemacht. Das ist von IDC Institute. Facial Mask with Aloe Vera. Und die fand ich schön. Die war von Marie. Sehr angenehm, beruhigend. Vor allem nach der Peel-Off-Maske. Pflegend und feucht gleich nice, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Genau, zu der Peel-Off-Maske kommen wir gleich noch. Auch die habe ich im Maskenvideo mit euch zusammen getestet. Die hat mir gut gefallen, ganz offensichtlich. Das ist die Peel-Off-Maske, die mir gar nicht gefallen hat. Und zwar war die in der Elektra-Box drin. Von W7 oder W7, die Metallic Easy Peel Face Mask. Boah, die tat so weh. Die ist mit Retinol gewesen. Und hier hinten habe ich mir einfach nur drauf geschrieben, au, Ausrufezeichen, nein, Ausrufezeichen. Ne? Also das ist wirklich wieder etwas gewesen, was mir gezeigt hat, Peel-Off-Masken und ich, wir werden einfach keine Freunde mehr. Dann habe ich noch aufgebraucht von Seven Wonders Amazonian Acai Revitalizing Mask, klärende Maske von Lidas. Das ist diese hier, sehr angenehm, kühlend habe ich mir aufgeschrieben und Feuchtigkeit spendend und hautberuhigend und ausgleichend. Ja, auch die habe ich in der Maskenwoche gemacht. Genau, aus Belgien kommt die. Hat mir wohl gefallen. In welcher Box war die denn mit drin? Weiß ich gar nicht mehr. Egal. So, dann habe ich hier von Margret eine Maske bekommen. Und zwar die Love the Earth Blooming Rose Bamboo Face Sheet Mask. Ja, halt wieder so eine schöne Geschichte, ne? Sowas gefällt mir. Verspricht nichts. Also hier steht wirklich nicht drauf, was die machen soll. Spendet Feuchtigkeit und zwar sehr viel. Die beruhigt, kein Serum nötig. Und wie gesagt, von Margret habe ich die gekriegt. Die mochte ich gerne. Die hatte ich auch, glaube ich, schon mal von der lieben Marion bekommen. Also das ist, mochte ich gerne. Von Mikura habe ich hier eine Maske gemacht. Die mochte ich auch ganz gerne. Ich glaube, die war mal in einer Männerbox drin von Goodiebox. Ich glaube schon. Die Bubble Mask, die war witzig. Facial Cleansing Sheet Mask. Und wir haben hier eine viel kleinere Schaumbildung als üblich, habe ich mir hier drauf geschrieben. Was ich persönlich aber gut finde, weil du trotzdem noch atmen kannst. Ansonsten hast du halt diese Schaummasken, die du dir drauf machst und dann machst du und du hast einfach keine Nase mehr, keine Augen mehr und keinen Mund mehr. Hm? Und dann musst du dir halt immer so deinen Mund freischaufeln. Das muss man hierbei nicht. Trotzdem hat die eine schöne Wirkung gegeben. Nachher geklärte und erfrischte Haut, ruhiges Hautbild, porentief gereinigt. Auf jeden Fall eine dicke, fette Empfehlung von mir. Und ja, die hat mir gefallen. Schöne dänische Geschichte. So. Hier habe ich etwas, das hatte ich in der Yoga Junkies Box mit drin, von Bloom Beauty Essence Gesichtsmaske, revitalisierender Schönheitsschlaf, mega toll, tolle cremige Feuchtigkeitspflege habe ich mir hier drauf geschrieben und ja, kann man halt schön verwenden, ne? Das fand ich echt nice, da habe ich auch noch ein paar von, fand ich klasse. So, sind wir durch mit Masken? Ja, ich glaube schon. Ein Peeling habe ich noch und zwar ein Enzympeeling von B-Routine, das ist halt so ein Pulver. Das ist dieses hier. Das hatte ich in dem Adventskalender von Luisa Creschen drin. Finde ich okay. Ich persönlich mag aber nicht so gerne Enzympeelings, wenn ich ehrlich sein darf. Das hat für 3 Anwendungen gereicht, was hier drin war. Ja, ne? War okay. Hat meine Haut jetzt aber nicht exorbitant krass verändert. Also dementsprechend bleibe ich für mein Gesicht tatsächlich lieber bei mechanischen Peelings. Dann habe ich hier ein Produkt leer gemacht von Balea, die Cremedusche Sense of Magic. Das war eine Limited Edition und die hatte ich von der lieben Marion im Adventskalender. Die war ganz angenehm vom Duft her. Ja, wir haben sehr kalkhaltiges Wasser, wie man sieht. Sehr beerig. Also, ne, das ist halt schon grenzwertig zu, es riecht nach Essen, aber ich mochte das gerne. Duftet nach Beeren und Vanille, also eher nach Beeren als Vanille, muss ich gestehen. Hat aber meine Haut sauber gemacht. Etwas zum Körper eincremen ist von BB Wohlig Weich Rich Body Balm mit Shea Butter und Bienenwachs für sehr trockene Haut. BB und ich, wir sind was Body Creams und so angeht, auch nicht die allerbesten Freunde auf dem Planeten. Die hier fand ich aber ganz okay. Aber dieser Untergeruch, der ist ein bisschen merkwürdig. Also da muss man halt auch drauf klarkommen, das ist so nicht so... Also der hat sowas leicht, als würde man sich im Schwimmbad eincremen. So würde ich sagen, ne? Das hat noch irgendwie was leicht Säuerliches irgendwie mit dabei. Würde ich jetzt so nicht nachkaufen, ne? Definitiv nicht. So, dann habe ich etwas verwendet, was ich hier sehr interessant fand. Und zwar von Yves Rocher, das Brilliance Shine. Das ist eine Essigspülung gewesen. Genau.
die hat mir tolle Haare gemacht. Wirklich. Habe ich einmal pro Woche verwendet und hat sehr gut getan. Doch. Habe ich dann auch nur in die Länge gegeben. Und das hat aber auch angenehm nach Himbeere gerochen. Und du hattest nicht diesen Duft nach Essig nachher in den Haaren. Da hatte ich nämlich ein bisschen Angst vor. Ein super flüssiges Produkt hatte ich im eForShare Adventskalender. Doch, fand ich sehr interessant tatsächlich. Dann habe ich etwas leer gemacht. Das habt ihr auch in einem Schminki gesehen, dass ich es getragen habe. Und zwar die Heat Pads, die Wärme. Warmte Pads, süß. Und genau, das habe ich halt für meinen Nacken verwendet, weil ich Nackenschmerzen hatte. Das hat mir eine gute Wärme gegeben und hat mir gut gefallen. Genau. Dann habe ich hier noch ein Deep Sleep Pillow Spray drin, was ich leer gemacht habe, hat mir auch gut gefallen. Dann habe ich hier noch ein festes Produkt drin, und zwar die feste Spülung von Balea Lovely Rose mit Rosenduft ohne Silikone für jedes Haar. Ja, das war okay. Ich muss aber gestehen, dass es mir nicht gereicht hat. Das hat meine Haare schon ziemlich stumpf gemacht, ne? Also das wäre jetzt für mich kein Nachkaufprodukt, auch wenn ich das irgendwie ganz nett fand. Aber, weiß nicht. Achso, jetzt habe ich noch ein paar Seifen. Einmal noch so eine Stückseife, das war so ein kleines Ding. Das hatte ich im Adventskalender, Perfume Soap. Einfach so eine Duftseife von YBPN war das, glaube ich, im Adventskalender drin oder so, ne? Von Accentra. Oder war das in der Elektrobox als Goodie mit dabei? Weiß ich nicht. Habe ich auf jeden Fall verwendet zum Pinselreinigen und für Hände reinigen. Das war auch okay. Und hier habe ich jetzt noch zwei Produkte, die ich jetzt nacheinander leer gemacht habe, und zwar zwei Pinselseifen, einmal von Luvia mit Maxine Giacomo und von Luisa Crash in die Pinselseife. Das sind diese beiden. Preislich, ich glaube, da tun die sich nicht viel, ne? Und optisch halt auch nicht. Maxims Seife ist rosa, Luisas Seife ist rot. Ich glaube, einen anderen Unterschied gibt es da eigentlich nicht. Letztendlich muss man das selber einfach für sich entscheiden, wen man lieber unterstützen möchte. Würde ich jetzt einfach mal unterm Strich dazu sagen. Ja. So. Ich habe mich ausgequatscht, Leute. Das Vieh ist leer. Jo, ne? Jetzt würde ich sagen, werde ich noch ein bisschen weiter aufbrauchen, um euch dann auch in den nächsten Monaten Aufgebraucht-Video präsentieren zu können. Lieben, das war es jetzt auch von mir. Das war mein Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Aufgebraucht- und Plattgemacht-Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!